Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, einige von euch haben es schon bemerkt und haben es in den Kommentaren geschrieben. Ich habe für euch sichtbar ein neues Tattoo. Das andere Tattoo könnt ihr nämlich in meinen Videos nicht sehen. Und ich möchte euch ein bisschen was zu diesen neuen Tattoos erzählen. Dieses Tattoo, dazu gibt es ja schon ein Video. Das ist der Name von Vince. Es war mein allererstes Tattoo. Das ist das V, das I, N, C und E. Und das zieht sich so um mein Handgelenk. Natürlich wird es auch noch ein Tattoo für Svea geben. Dazu aber dann zu meinen Tattoo-Plänen kommt am Ende des Videos nochmal was. Kommen wir jetzt erstmal zu meinen zwei neuen Tattoos. Bei uns in der Stadt hat ein Tattoo-Laden eröffnet. Schon vor, ich glaube, vielleicht jetzt sogar ein, zwei Jahren. Und die Meinungen waren sehr gespalten, ob er gut ist, ob er nicht gut ist. Natürlich hatte er Fotos auch bei Facebook. Das hat mir alles vom Motiv her einfach auch nicht so gut gefallen. Und ich wusste aber, ich möchte zwei kleine Tattoos, die wirklich eins zu eins von der Vorlage kopiert werden müssen, wo eigentlich nicht viel schief gehen kann. Und ich wusste, er ist auch nicht so teuer und ich bekomme schnell einen Termin. Und ich hatte halt nicht irgendwie Anfahrtsweg. Das war halt immer mein Problem. Wenn ich irgendwo erstmal noch eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren muss und den Weg ja auch zurückrechnen muss, dann die Zeit berechnen muss, die das Tattoo stechen braucht, so viel Zeit habe ich meistens einfach nicht. Oder für so eine lange Zeit bekomme ich meistens die Kinder nicht untergebracht. Und deswegen war das eine günstige Gelegenheit für mich. Ich habe halt gleich auch beide Tattoos in einer Sitzung stechen lassen. Ich glaube, beide zusammen haben 45 Minuten gedauert. Also das ging und ich habe für beide Tattoos 80 Euro bezahlt. Fand ich auch okay. Es ist von der Machart, also mit dem hinten im Nacken bin ich hundertprozentig zufrieden. Das hier ist okay. Hätte vielleicht noch ein Ticken besser sein können, aber ich bin zufrieden. Das ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie darüber ärgere, weil es wirklich Tattoos sind. Da konnte er echt nicht viel falsch machen. Es war auch so von der Atmosphäre jetzt nicht so der Burner, aber darum soll es gar nicht gehen. Es soll ja um die Bedeutung meiner neuen Tattoos gehen. Fangen wir mal mit diesem Tattoo hier auf meinem Schlüsselbein an. Da steht Always. Und alle, die Harry Potter kennen, und ich glaube auch alle Leute, die nicht so vertraut mit dem Harry Potter-Universum sind, können dieses Zeichen mit Harry Potter zumindest in Verbindung bringen. Ich habe mir das Tattoo aus zwei Gründen stechen lassen. Zum einen natürlich als Hommage an Harry Potter. Harry Potter begleitet mich jetzt fast 15 Jahre. Und das war wirklich so, das hört sich immer doof an, aber es gibt viele Leute draußen, ich weiß, die verstehen das. Harry Potter hat mein Leben verändert. Ich war damals wirklich so in mich zurückgezogen und ganz, ganz ruhig und ganz, ganz leise. Und da bin ich dann durch diese Bücher auch endlich mal wieder ein bisschen offener geworden. Und ich habe auch Halt in diesen Büchern gefunden, weil man sich so in dieser Welt auch verlieren kann, aber auch viel lernt in diesen Büchern. Und ich habe nie wieder eine Buchreihe gefunden, die mich wirklich so gefesselt und begeistert hat. Deswegen ist dieses Tattoo auch so ein bisschen, ja, als Ehre oder, ja, weil ich einfach ein Harry Potter Fan bin. Aber das Tattoo hat auch noch eine sehr viel tiefere Bedeutung. Und zwar steht hier Always. Und das steht für eine Liebesbeziehung bei Harry Potter. Wer sich da nicht so auskennt, das ist die tiefste, bedingungsloseste, treueste und ehrlichste Liebe, die ich je in Büchern und Filmen erlebt habe. Die geht über den Tod hinaus. Die ist so allumfassend und die hat mich so oft zu Tränen gerührt und so glücklich und auch traurig zugleich gemacht. Und das ist etwas, was mich immer noch heute beschäftigt. Und das ist halt gleichzeitig auch so eine Liebeserklärung an Manu, weil das ist genau diese Liebe, die ich ihm entgegenbringen möchte. Also bedingungslose Treue, bedingungslose Liebe bis über den Tod hinaus. Ach, ich muss schon gerade fast schon wieder weinen. Also wer diese Geschichte von Snape und Lily nicht kennt, der kann das gar nicht nachvollziehen. Aber das ist für mich wahre Liebe, was dort gezeigt wird. Und deswegen steht dieses Tattoo auch für die Beziehung von Manu und mir. Das Tattoo habe ich mir zuerst stechen lassen und danach habe ich mir das im Nacken stechen lassen. Es war beides vom Schmerz her ähnlich. Ich muss aber sagen, dass das Tattoo nicht so schmerzhaft war wie die beiden, was, glaube ich, auch ein bisschen was mit der Tätowierkunst des Tätowierers zu tun hat. Also das habe ich mir wirklich von einem aus Berlin auf einer Messe stechen lassen, der richtig, richtig gut war. Also bevor mir das Tattoo hier gestochen hat er eine hier auf dem Kehlkopf tätowiert. Also der hatte auch Ahnung davon, was er machte. Aber es war trotzdem noch auszuhalten.
Und ja, das Tattoo im Nacken, da steht Heart Mind. Erklärt sich, glaube ich, von selbst. Jeder hat, glaube ich, immer wieder diesen Zwiespalt zwischen dem, was sein Herz sagt und dem, was sein Verstand sagt. Und in einer ganz bestimmten und ganz prägenden Situation in meinem Leben habe ich mein Herz über meinen Verstand siegen lassen. Und ohne diese Entscheidung damals stünde ich jetzt nicht hier, wo ich hier stünde. Mein Leben sehe nicht so aus. Es gäbe Svea zum Beispiel höchstwahrscheinlich nicht und so. Also, und das erinnert mich und das mahnt mich. Also das mahnt mich an diese Situation damals und es erinnert mich aber auch daran, dass ich mein Herz über meinen Verstand durchaus gewinnen lassen kann. Dass das keine Schwäche zum Beispiel ist, wenn man seine Gefühle über seinen Verstand setzt. Und ja, das hatte mir auch so einfach von der Optik sehr gut gefallen und ich habe es mir einfach in den Nacken tätowieren lassen, weil ich das mit den kurzen Haaren sehr, sehr schick finde. Ich habe immer gesagt, ich möchte mir nicht den Rücken tätowieren lassen, weil ich da ja selber von meinem Tattoo nichts habe. Jetzt habe ich mir den Nacken tätowieren lassen und es ist wirklich so, man selbst sieht sein Tattoo kaum und das ist wirklich sehr, 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 sehr schade. Aber es sitzt da schon wirklich gut. Ich mag meine zwei neuen Tattoos, meine zwei neuen kleinen Tattoos. Ich habe aber noch zwei größere Tattoos in Planung. Diese Tattoos möchte ich aber bei einer ganz besonderen Tätowiererin stechen lassen und die ist 2017 komplett ausgebucht. Ich habe jetzt aber bald, übernächste Woche, zumindest so ein Beratungsgespräch bei ihr, wo ich ihr halt sage, was ich möchte. Sie kennt dann schon mal meine Vorstellungen zu dem Motiv und vielleicht habe ich Glück und 2017 springt irgendwann irgendwo jemand ab und ich bekomme den Termin. Ansonsten warte ich auch gerne bis 2018. Und zwar geht es natürlich um das Handgelenk und um Sveas Tattoo, auf das ich mich schon sehr, sehr, sehr freue. Das Motiv weiß ich schon, seit ich mir das habe stechen lassen, weil auf der Messe hatte ich da, also aus einem großen Tattoo habe ich mir so eine kleine Sequenz, die ich sehr, sehr schön fand und die möchte ich hier mit einbauen. Wird sich halt wieder ums Handgelenk ziehen, aber nicht so wie hier. Also es wird nicht so sein, dass ich mir einfach ihren Namen wieder hier rum tätowieren lasse. Es soll einfach ein bisschen auch femininer natürlich sein und was ganz, ganz anderes. Weil meine Kinder sind einfach auch komplett verschieden. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann möchte ich mir noch die Unterarme tätowieren lassen, weil ich brauche irgendwie so eine Verbindung noch dazwischen. Und es wird so sein, dass die beiden Elemente auf meinen Unterarm zusammengelegt, also wenn ich meine Arme dann zusammenlege, eins ergeben und quasi das Ganze unser Familientattoo wird, was auch die beiden Kindertattoos auf den Handgelenken so ein bisschen miteinander vereint. Ich habe schon so ein paar Ideen, aber dadurch, dass es ja zusammengefügt ein Ganzes ergeben soll, fehlt mir noch so ein bisschen, mir fehlt auch bei sowas immer die Vorstellungskraft. Deswegen freue ich mich auf den Termin mit der Tätowiererin bald, wo ich ihr jetzt sagen kann, wie ich es gerne hätte. Und ich denke, ihr fällt dann was ein, wie man das am besten umsetzen kann. Genau, und dann bin ich eigentlich fertig. Eigentlich war auch das Tattoo nicht geplant. Das wollte ich immer haben. Das war dann so eine spontane Sache. Und ich denke, wenn man sich einmal tätowiert hat, ist man nie fertig. Also mir fällt bestimmt irgendwann nochmal was ein. Ich finde es zum Beispiel hier auch sehr, sehr geil. Und jetzt hat es gerade geklingelt, deswegen muss ich mal eine Pause machen. Das war die Post mit meinem neuen Mixer. genau, ich finde es halt hier auch super schön, sich hier was zu tätowieren. Ich hätte auch unglaublich gerne was mit Schmetterlingen. Einfach, weil ich das so schön finde. Oder was ich auch richtig geil finde, sind so Federn. Oder so ein Vogelkäfig, der offen ist und ein Vogel rausfliegt und so. Einfach, ich finde es halt einfach vom Symbol her sehr, sehr schön. Aber ich möchte, dass meine Tattoos immer auch eine tiefere Bedeutung haben. Ja, aber das sind erstmal die nächsten Tattoos, die so in Planung sind. Und was dann weiter passiert, darüber informiere ich euch natürlich. Wenn euch dieses ganze Thema Tattoos etc. interessiert, dann kann ich euch noch sehr das Video dazu von Kascha ans Herz legen. Sie hat auch ein Video über ihre Tattoos gedreht. Ich überlege gerade. Ich glaube, sie hat 4. Das verlinke ich euch unten in der Infobox. Das könnt ihr euch jetzt gerne im Anschluss ansehen. Ich freue mich jetzt auf eure Kommentare, was ihr vielleicht für Tattoos habt oder für Tattoos in Planung. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.